IFBB Pro Mike Sommerfeld wird präsentiert von Climax, dein Partner für Fitness Essentials. Climax. Ja, moin zusammen. Ich hatte so eine schlechte Nacht. Ich habe so schlecht geschlafen. Anyway, ich erspare euch heute mal ein wenig Cardio, wenn ihr die Cardio-Dehnroutine, Stretching, Vakuum sehen wollt. Im letzten Video, da oben ist der Link, da könnt ihr direkt draufklicken. Das erspare ich euch heute. Jetzt gibt es erstmal eine Runde Wasser in den Kopf. Wo ist die Zitrone hier? Genau, jetzt gibt es noch einen Schuss Zitrone oben in den Kopf. Dann Stimcaps und dann geht's zum Cardio. Eine Runde Stairmaster und heute wird dreimal geballert. Erste Session Cardio, zweite Session Hamstrings, dritte Session Rücken und das machen wir dann direkt im Binus heute. Nehmen wir euch heute mit. Es wird spannend. Zwischendrin gibt es die Mahlzeiten, Regeneration und so weiter, wie wir das alles machen. Coole Tipps und Tricks und bis später. So, wir sind wieder zurück auf dem Cardio. Wie gewohnt im Marina Gym. Habe ich euch gestern schon bzw. im letzten Video gezeigt. In dem Brustvideo gibt es 30 Minuten ordentlich Cardio auf die Mütze. Und währenddessen mache ich Check-ins, beantworte Nachrichten in unsere App. Und ich muss sagen, das rettet mir echt ein bisschen den Arsch. Sonst wäre das Cardio stinkend langweilig. Ich kann einfach währenddessen durchzeppen, kann Ernährungspläne checken, kann Protokolle, Daten vergleichen. Macht richtig Spaß. Da ist zum Beispiel jetzt ein Ernährungsplan. Den habe ich gestern mal zusammengetippt. Da habe ich ein Pre-Breakfast, ein Breakfast, Mahlzeit 1, Mahlzeit 2, Post-Workout-Meal und Pre-Bad-Meal. Da sind alle Kalorien aufgelistet, alle Makronährstoffe. In der App selbst findet man auch den Trainingsplan zum Schlaf, Verdauung, Supplements, den ganzen Kram. Ist alles in der App mit drin, mit Bildern, mit Videos. Zu jeder Übung gibt es Videos. Also das Ding ist schon richtig sexy. Da oben ist eine Gesamtübersicht der Kalorien. Das wird spannend. Ich finde das richtig geil. Klitschenass. Jetzt aber nochmal, ich zeige euch meine Dehnroutine jetzt heute nicht. Gestern habe ich das schon ein bisschen gezeigt. Wichtig ist aber, dass ihr es wirklich jeden Morgen macht nach dem Cardio. 10 Minuten, 15 Minuten so durchdehnen, stretchen, mobilisieren, wie ihr es braucht. Ich bin zum Beispiel voll steif im unteren Rücken. Beine benutze ich immer viel, also ich laufe sehr viel, deswegen da wird nochmal richtig reingedehnt. Oberkörper drehen, gerade im Rücken, Schultern und sowas, das brauche ich, das mache ich jeden Morgen, dann fühle ich mich frisch, gesund, habe keine Probleme, keine Verletzungen. Das ist wirklich eine wichtige Sache, das lege ich euch ans Herzen. Also nicht vernachlässigen, ne? Das zählt auch zu Recovery, das zählt auch zu Erholung, macht es unbedingt. Und jetzt sehen wir uns gleich beim Frühstück. Ach komm, eigentlich weißt du, dass Pizza und Süßigkeiten dich nicht geiler machen. Die Frage ist also nicht was, sondern wie. Wie komme ich also ins Ziel? Wenn ich gesund essen soll, hart trainieren soll, mich noch um die Kinder, die Familie kümmern soll und auch noch Vollzeit arbeiten gehen muss. Als einer der besten Bodybuilder auf der Welt kann ich dir ziemlich gut dabei helfen. Du willst endlich abnehmen, schnell Muskeln aufbauen oder dich einfach mal gerne im Spiegel angucken? Dann hör auf, weiter Zeit zu verschwenden und bewirb dich hier. Wir finden was Schickes für dich. Jetzt Attacke. Bis gleich. So, ich habe es wieder ins Apartment geschafft. Cardio wäre erledigt, gedehnt, gestretched, gewakuumt. Und jetzt eine wichtige Sache, und zwar Thema Verdauung. Gibt es jeden Morgen hier so eine fette Ingwerknolle, die mir meine Frau mit Liebe zuschneidet. Dann, passt auf, gibt es ein Glas Cola Zero mit Apfelessig. Nach dem Frühstück gibt, pass auf, Glutamin Plus. Warum Glutamin Plus? Da ist nämlich ein verrückter Scheiß drin. Akazienfasern. Da dachte ich mir, warum zum Teufel macht man Akazienfasern da rein? Aber interessant, es gibt einen Haufen Studien dazu. 70% der Teilnehmer haben mit diesen Inhaltsstoffen weniger Blähungen gehabt, 80% weniger Bauchschmerzen, / Probleme, Durchfälle. Das wurde erprobt, das ist kein Scheiß. Ziemlich interessant. Also gibt es davon nochmal 10 Gramm nach dem Frühstück mit ins System. Mit dem Ingwer, mit allem drum und dran, Apfelessig, morgens gibt es Lemon, alles was die Verdauung fördert. Rein damit. Oh geil, Alter, Aubergine aus dem Airfryer. Loki? Nice. Und falls ihr euch fragt, was es zu essen gibt, das sind diese Lokis. Das haben wir im Supermarkt gekauft in der letzten Episode. 100 Gramm, 14 Kalorien, 3 Eier, Eiklar, Gemüse. Dann gibt es hier Hähnchenaufschnitt und 4 Reiswaffeln, weil wir danach direkt ins Gym gehen. Esse ich tatsächlich zum Frühstück Kohlenhydrate. Ansonsten muss ich gestehen, bin ich nicht der Kohlenhydratfreund fürs Frühstück. Das ist für mich ein absolut unnötiger Makronährstoff zum Frühstück, weil ich danach meistens nicht trainieren gehe, sondern nach der zweiten Mahlzeit. Das heißt, erste Mahlzeit keine Carbs, zweite Mahlzeit gibt es dann Carbs, weil ich danach trainiere und nach dem Training gibt es auch wieder Carbs. Also rund ums Training machen Kohlenhydrate Sinn. Ansonsten finde ich Kohlenhydrate sind so voll unnötig eigentlich. So Leute, es ist wieder Zeit für unsere Drogenküche, Hobby-Drogenküche. Cherry, Cola, Candy, ERAs sind sehr lecker. Wir müssen uns heute ein bisschen spezieller vorbereiten, weil wir doppelt trainieren.
Das heißt, es gibt eine Extraladung EAAs. Wir machen heute mal 3 Scoops hier rein. 3 Viertel-Dinger. Das wird schon passen. Ja, machen wir noch ein bisschen extra. Und ich werde den Booster heute auf 2-mal splitten. Der hat mir gestern richtig das Blech weggehauen, wenn ich ehrlich bin. Nach dem Warm-up war meine Brust schon dicht. Nach der 3. Übung war wirklich Ende Gelände. Gibt es heute trotzdem volles Programm. 30 Gramm Pulver. Zack, 1 Scoop. Und dann gibt es noch einen 2. oben mit da drauf. Geheimwaffe, Salz. Ich benutze in jedem Training ca. 4 Gramm Salz. Wir mixen das alles mal in eine Bottle zusammen. Hier so eine Handvoll, vielleicht erkennt man das. Kommt dann hier rein, der Rest in den Pump Booster. Damit ist alles schön gemixt und dann geht die Luzi ab. Schwachstellen werden attackiert, Rücken und Hamstrings die Woche doppelt gemacht. So, wir sind wieder zurück im Gym, wieder Marina Gym. Jetzt werden Hemmys geballert. Wir beginnen direkt mit der ersten Übung und zwar Lying Leg Curls. Machen wir jetzt 4 bis 5 Sätze, 2 Warm-up und dann droppen wir den Scheiß aus den Hamstrings. Kann ich sagen, der Tag heute ist echt nicht geil. Ich habe schlecht geschlafen, meine Verdauung hinterher, heute ist echt nicht geil. Aber das unterscheidet am Ende die Gewinner von den Verlierern. Es geht nicht um motiviert sein, ich bin heute nicht motiviert. Aber es ist wichtig, den Scheiß trotzdem durchzuziehen. Und das steht auf dem Plan, das wird gemacht. Da wird ein Haken dahinter gemacht, so wie jeden Tag. Deswegen, jetzt geht's los. Kurz zur Übungserklärung, Beinbeuger im Liegen, relativ unspektakulär, aber wir versuchen relativ schwer 8 bis 10 Wiederholungen zu machen, gehen in die maximale Dehnung nach unten, sehr langsam und dann ziehen wir von ganz unten ganz nach hoch, volle Range of Motion, so lange wie es geht, bis wir an den Punkt kommen, dass wir keine ganze Bewegung mehr machen können, das ist vollkommen okay, dann bleiben wir in den unteren Teilen und leicht immer hoch, hoch und dann ab, die Dropsticks droppen das Ding automatisch. Wieder Full Range of Motion, voll in die Dehnung, voll abgedroppt und wieder. Also Triple Drop Set, volle Dehnung, 8 bis 10 Reps pro Drop. Und das machen wir für 3 Sätze und dann geht es in die erste richtige Übung. Kleiner Tipp für die, die nach Motivation suchen, um ins Training zu gehen. Fakt ist, mir fällt es heute auch nicht leicht. Ich bin das beste Beispiel heute dafür. Motivation ist nicht immer da, aber das Ziel und die Schritte, die du gehen musst, um das Ziel zu erreichen. Am Ende des Tages zählt genau das, dass du marschiert bist. Manchmal klappt es besser, manchmal klappt es schlechter. Aber du bist marschiert, du hast den Arsch bewegt, du hast alles gegeben, was du konntest. Und das macht am Ende Gewinner oder Verlierer. Stiff Leg Deadlift, relativ schwer. Das ist eine Übung, bei der habe ich mich schon 3-mal fast verletzt. Also 3 Warnschüsse habe ich bekommen. Den 4. möchte ich nicht. Deswegen relativ schwer. Das waren jetzt 4 Scheiben pro Seite. Es müssten 180 Kilo gewesen sein. Wichtig ist immer, dass ich im letzten Drittel der Bewegung extrem in den Stretch gehe, kurz bleibe, so tief wie möglich und dann rausziehe. Und Fokus liegt auf dem letzten Drittel, die letzten 30%. Das ist da, wo der Muskel am meisten gedehnt ist, wo wir am meisten zerstören können, wo aber auch die höchste Verletzungsgefahr herrscht. Deswegen extrem vorsichtig sein an der Stelle. Wie gesagt, ich habe mich 3-mal so halb verletzt, deswegen sehr, sehr vorsichtig. Dennoch eine Übung, wo ich sehr, sehr gern viel Load benutze. Übung Nummer 3, und zwar Beinbeugen im Sitzen. Relativ simpel, versuche ich 10 saubere Wiederholungen zu machen, 4 Sätze. Die letzten 4 sind dann Partials, aber im voll gedehnten Bereich. Darum geht es in dieser ganzen Trainingsreihe, dass wir versuchen, den Muskel so weit zu stretchen, wie es geht. Und zwar loaded, also loaded stretch mit Gewicht stretchen.
dass wir die Muskelfaser lang ziehen und versuchen zu zerstören in der Länge und dann kontrahieren. Also es ist nicht nur einfach Wiederholungen machen, wie man es kennt, sondern jede einzelne Wiederholung wird speziell geplant. Und wie gesagt, die letzten 30% dieser Wiederholung sind die wichtigen. Und die letzte Übung, mittlerweile einer meiner Lieblingsübungen. Man ist sehr, sehr, sehr fokussiert. Es ist sehr speziell für den Hamstring. Beine komplett durchgestreckt. Ich nenne sie Hyper-Ass-Tension. Man geht nämlich nicht über eine Extension im Rücken nach oben, sondern man zieht nur die Arschbacken zusammen und versucht den Oberkörper mit dem Beinbeuger anzuheben. Und jedes Mal voll in den Stretch, auch hier loaded mit extra Gewicht. Ich habe hier eine 20 Kilo Kettlebell gehabt. Die zieht mich dann schön in die Länge, da versuche ich kurz zu bleiben und dann ziehe ich voll rein. Dann lasse ich die Kettlebell fallen und schiebe nochmal 10 hinterher. Da können auch ruhig 30 Wiederholungen bei rauskommen. Das ist die letzte Übung und da versuche ich mich maximal zu zerstören. Auch hier, wie gesagt, voll in den Stretch, maximal Muskel kaputt machen und dann raus und essen. Leute, ich habe es überlebt. Es war echt anstrengend. Jetzt gibt es erstmal Subs in den Kopf, ein paar Kapseln Readapt. Da ist Ashwagandha drin, mein Cortisol muss runter. Und dann geht's eine Runde da hinten auf die Couch. Nap ist schon bereit. Meine Frau hat mir meine Mahlzeit schon ready gemacht. Da seht ihr es. Kartoffeln, Rindfleisch, Gemüse. Und dazu gibt es nochmal eine Extraladung Magnesium-Stack obendrauf. Davon werde ich jetzt ein bisschen was brauchen. Dann gibt es Pre-Workout. Runde Nummer 2 und Training Nummer 3. Es gibt noch hier Good Old Ketchup obendrauf, Rindfleisch, Kartoffeln, Ketchup und dann geht's ab auf die Couch. So, ich bin wieder zurück bei den Lebenden. Mittagsnap war gut. Jetzt gibt's hier Mucho Garnelos. Mucho Schrimps. Geil. Jetzt vorgekocht, kriege ich jeden Morgen geliefert. Richtig nice. 250 Gramm Garnelen. 50 Gramm Reis, Gemüse und dann geht's jetzt schon langsam ins nächste Gym. Wisst ihr, was der absolute Gamechanger ist, wenn man mittags schlafen will? Chinesische Entspannungsmusik. Herzlich willkommen im World's Famous Beines. Wisst ihr, was das Geilste am Bein ist? Man trifft jeden Tag einen anderen Champ. Wie den hier. Mr. Flood himself. How you doing? What's good, up? Good? Yeah. Would you change your arms? Yeah. Übung Nummer 1, all-time favorite, Überzüge am Kabel mit der Latzugstange. Ich versuche meinen Oberkörper so tief wie möglich zu drücken und das Seil mich so lang strecken zu lassen, wie es geht. Also auch hier, wie in jedem Training zuvor, maximale Range of Motion, maximaler Bewegungsradius. Und es sorgt dafür, dass wir am Ende der Übung bzw. Ende der Wiederholung schön lang gezogen werden, die Muskelfaser wird gestretched und aus dem maximalen Stretch gehen wir voll in die Kontraktion, dass es knallt. So viele, bis wir keine Full Range of Motion Wiederholungen mehr schaffen. Und dann versuchen wir bis mindestens 30% der Wiederholung aus dem Stretch rauszukommen.
Biberrudern aufgelegt. Die beste Übung, um dieses Trainingssystem, Trainingsprinzip durchzuführen, weil wir am untersten Punkt die höchste Last haben. Sobald die Stange auf 90 Grad ist, ist das Gewicht am stärksten und zieht die Schulterblätter richtig auseinander. Und die Funktion des Trapez, also des oberen Rückenmuskels, ist es, die Schulterblätter zusammenzuziehen und die Brust anzuheben. Und genau das erzwingt dieses Gerät. Wir stretchen die Schulterblätter um dieses Polster rum, machen einen Buckel und dann ziehen wir die Schulterblätter wieder zusammen. Und diese Fasern ziehen die Schulterblätter zusammen, sodass man eine Erdnuss zwischen den Schulterblättern knacken kann. Das ist das Ziel. Auch hier schön viel Gewicht. Das war jetzt der dritte Satz mit knapp 4 Scheiben. 10, 12 Wiederholungen, noch ein paar halbe dazu. Willkommen im offiziellen Beines Dubai Panatta Raum. Ich weiß, hier ist ein bisschen laut. Ich hoffe, ihr versteht mich. Hinter mir der fette Screen. Hier ist noch so viel mehr Zeug. Schaut euch das an. Alles importiert aus Italien. Offiziell Panatta. Exklusive Linien. Die Sachen gibt es sonst nirgends auf der Welt in diesem Spektrum. Ist echt krass. Und es ist nur ein Raum von 6. Da oben sind Shops, Restaurants, Friseur, Physiotherapeuten. Hier gibt's alles. Hier drin kannst du leben. Hier waren wir jetzt an der Panatta unilateralen Lat-Pulldown-Maschine. Lat-Pulldown. Ultra geiles Ding. Richtig geil. Hier haben wir den Vorteil, wir können uns mies in den Stretch ziehen lassen. Und von dem gestretchtesten Punkt lehnen wir uns da hinten, ziehen Richtung Hüfte nach unten und ziehen voll in die Latfasern runter. Das ist eine Übung, die spüre ich. Es gibt kein Gerät, was ich ansatzweise so gut spüren kann wie das. Und hier zerlegen wir das Ding richtig. Hier ist mir egal, wie viele Sätze wir machen, es werden vielleicht 5, aber die sind alle all out. Das ist die vorletzte Übung, danach kommt nur noch eine. Und hier zerschieße ich mich nach allen Künsten. Letzte Übung für heute, unilaterales Lat ziehen bzw. rudern, tief zum Lat, tief zur Taille, aber schön ausgestreckt, volle Lotte, voll aus dem Stretch und voll in die Kontraktion, so richtig, dass es kracht. Das ist eine Übung, hier kann ich flexibel sein, hier kann ich meinen Körper ein bisschen mitnehmen, genau so wie ich es brauche, genau in die richtige Richtung, voll in den Stretch, voll in die Kontraktion, sodass sich die Balken biegen. Das ist jetzt der Finisher. Rechts, links, rechts, links, rechts, links. 3 Sätze jeder Arm. Das war es jetzt mit dem Training. Ich habe jetzt noch ein Personal Training mit dem Mario. Den zerlege ich jetzt auch eine Runde. Davor geht es aber erstmal eine Runde Post-Workout. 50 Gramm Rice Cream. Verum Whey. Peanut Chocolate. Let's go. Wie cool ist das? Der Hässliche im Hintergrund, im größten, geilsten Fitnessstudio der Welt, läuft meine Fresse im TV. So, es ist ein bisschen Zeit für Auswertung. Ich habe ja gesagt, ich bin so ein kleiner Hobbyprofessor, habe mir jetzt extra so eine Watch geholt. Wir haben jetzt zum aktuellen Zeitpunkt, ich mache direkt mal einen Screenshot, 4153 Kalorien verbrannt, 10.000 Steps, der ganze Kram. Mein Schlaf war wirklich nicht so gut heute, muss ich ehrlich zugeben. Mache ich euch auch einen Screenshot von, kommt hier direkt mit rein. 6 Stunden 59. Ist okay, nicht wirklich geil, aber so ist das. Zweimal trainiert,
gut Cardio geballert, ordentlich Kalorien verbrannt. Also ich würde sagen, Tag war erfolgreich. Und ich werde mir jetzt dermaßen eine Ladung Somnia reinballern, Alter, das glaubt ihr. Ich schneide das Video noch flott fertig und dann werde ich mich bewusstlos trinken mit meinem Sedativum. Und das war's. Also, Leute, vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Der Pump war real heute. Grüße gehen raus an Gannikus, an Galinikus. Ich bin beeindruckt. Das war's von mir. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Daumen nach oben lassen. Gerne einen Kommentar da lassen, würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Da gibt's Beine voll in die Fresse. Quads. Und zwar ein Training. Gib ihm. Bis dann.